Hallo und herzlich willkommen zu Drehenfieber. Ja, und in der letzten Folge haben wir ja da ein bisschen optimiert, ne? Wir haben da Busse zwei dazu gekauft bei der Linie und in der Stadt haben wir zwei Busse dazu gekauft, ja. Und mittlerweile ist das auch so, glaube ich, dass wir da schon, ja, das glaube ich, das ein oder andere da schon Gewinn machen dann, ja. Wir können uns das gleich in der Statistik anschauen. Ja, Linien. So, schauen wir mal, die Umer Stadt Bus 1 macht schon 6200. Plus, okay, jetzt haben wir 5.700 minus. Hä? Ja, okay, na, ist eh klar. Ich meine, sobald wir was zahlen müssen, dann geht es natürlich ins Minus. Aber im Prinzip sehen wir da schon, wir machen da schon Plus. Ja? Aber wo wir noch kein Plus machen oder überhaupt kein Plus machen, ist sind da bei Riedlingen Waren, das verstehe ich nicht ganz. Aber das werden wir sich gleich anschauen. Und in der S-Lohe, Bus 1, ja, der macht auch schon Plus. Schaut, 50.000 macht der schon Plus. Hä, das ist super. Ja? Jetzt schauen wir noch, was unser Eisenbau machen tut. Ja, die machen beide Minus. Naja, das ist natürlich schlecht. Ihr habt unser Ölzug, ne? Der hat 207.000 Minus. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Ich meine, der Passagierzug, der hat jetzt nur mehr 3.037 Minus. Also das geht, aber 207.000 ist schon viel. Das ist schon viel. Ja. Aber das schaffen wir schon. Das schaffen wir, Freunde. Ich hoffe es zumindest. So, gut, was werden wir machen in dieser Folge? Ja, viel machen können wir nicht. Das ist leider Gottes das Problem. Weil, wir können uns das jetzt einmal anschauen, ob der Güter hat. Der hat aber 6 Güter drauf. Was schaut es mit dir aus? Der hat nichts. Na tolle Wurst. Du? Der hat auch nichts. Super, das gefällt mir. Wir schauen einmal da jetzt da ganz geschwind einmal, wie das da jetzt ausschaut, wenn der da jetzt da. In Notfall werden wir hergehen und werden einmal da zwei LKWs ins Depot schicken. Das werden wir nämlich gleich machen. Einmal du. Fast einmal ins Depot bitte. Ja. Und einen zweiten werden wir auch noch ins Depot schicken. Und zwar der, was natürlich keine Güter drauf hat, ist eh klar. Vielleicht sind da auch fünf doch ein bisschen zu viel. Ins Depot. So. Gut. Dann haben wir das einmal optimiert. Ja, dann schauen wir uns hier einmal das an. Die ÖBT-Linie, die macht da auch nicht unbedingt gerade Plus. Der hat 6. Wie viel hast denn du? 5. Okay, schön, schön. Der fährt auch da. 6. Gut, ich meine, das ist eine extrem weite Strecke, was die da fahren müssen, wenn ich mir das so anschaue. Ja, natürlich geschickt, wenn wir das irgendwie so verbinden könnten. Ne? Aber gut, okay, können wir nicht. Haben wir momentan kein Geld dazu. Das sind einmal 3. Was sind die anderen? Hallo? Habe ich nur 3 LKWs da? Nee, da haben wir doch mehr eingesetzt. Wir haben da 1, 2, 3. Wir haben da 5 genommen, oder? Oder habe ich da wirklich nur 3 genommen? Schauen wir nochmal. Straßen. Ja, tatsächlich. 3 Stück sind da jetzt da und die anderen sind auch 3. Okay, wie schauen wir da aus? Vielleicht können wir da ran. Vielleicht Riedlingen waren und waren. Da haben wir 4 Riedlingen. 49 von 50. Ich glaube, das war vielleicht geschickt, wenn wir da hergängen und sagen: Okay, wir werden da zwei Autobusse, hätte ich beinahe gesagt, zwei LKWs. Werden wir da jetzt da dazugeben, zumindest ein LKW auf alle Fälle zu der Güterwahn. Da dann jetzt da. Da möchte ich auf alle Fälle ein LKW noch dazugeben, weil die so weite Strecken haben zum Fahren, dass ich der Meinung bin, dass das glaube ich geschickt wäre. So, da kommt wieder unser Ölzug. Wie schauen wir da jetzt aus? 15 hat er schon. Jetzt schauen wir mal, was wir da jetzt verdienen, wenn der jetzt da abliefern tut. So, schauen wir mal. Ah, speichern, sehr schön. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn es einmal kurz so lecken tut, dann weiß man, dass er das speichern. Nur bitte 73.000 machen wir mit denen schon. Ja, aber wir haben da ganz schön Minus. Oh, das macht mir Sorgenfalten, Freunde. Das macht mir sehr großen Sorgenfalten. Ich hoffe, dass wir da bald einmal ins Plus summe. Weil sonst wird es ziemlich grauslich für uns. So, wie schauen wir da jetzt aus? Das sind 24 haben wir da. Wie schauen wir denn überhaupt aus mit den Buslinien? Ja, die machen alle Plus. Bis auf unsere Gütertransporte macht kein Plus. Die machen alle Minus. Noch. So, und da steht da schon im Depot, das ist gut.
Dann machen wir das und da. Jetzt haben wir sie das einmal runter. Und sagen die da dann zur Linie dazu. Ne, wollte eigentlich gar nicht. Zur Linie dazu. Und zwar zu derer da dann. Linie zuweisen. So, ein Stück, ja genau. Und den da werden wir dabei verkaufen. So. Er wandert nämlich in die Poste, zahlen wir für den Habakuk. Und das möchte ich eigentlich nicht. Aber wie gesagt, mir gefällt das da nicht, weil die so weit fahren müssen. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum wir da Minus machen mit denen. Wenn wir da nicht eine Verbindung umgeben, da jetzt eine Straßenverbindung, ich meine, das ist auch nicht unbedingt um die Ecken. Schwierig. Okay, ich glaube, wir nehmen dann auch einen Kredit auf, wie viel geht noch? Oh, da geht nicht mehr viel. Aber so ist okay, machen wir da einmal. Ja. Und dann werden wir da mal kurz einmal langsamer dran. So, und werden da jetzt einmal die Straßen umlegen. Ja. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie man das vorstellt. Dann machen wir zweispurig. So, einmal. Ja, ist jetzt zwar nicht unbedingt gerade gerade, aber ja, ist okay. Zweimal. Und jetzt da bitte dreimal. Und jetzt da ausschließen da bitte. So. Und jetzt hoffe ich, dass die so gescheit sind. Und jetzt den kürzesten Weg da nehmen. Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Ob sie das auch tun, unsere lieben Freunde. So, gehen wir wieder Gas. Den Ölzug, den werden wir sie da jetzt in Auge behalten, damit wir gleich mal sehen, wie viel Öl der da lohnen wird. 40 Stück kann der lohnen. Schauen wir mal. Wo fährst du hin? Aha, der fährt in eine andere Richtung. Ich hätte ganz gern den da. Aha! Da fährt schon einer, Schatz. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Der nimmt schon die Linie da. Ich finde, das ist auch besser, weil das kürzer, glaube ich, ist. Ne, das ist kürzer so zum Fahren, als wenn er da so viere fährt und da runter und dann da rum. Ne? Glaube ich schon, dass das geschickter ist. So, und wo sind die Waren? Wo landen du überhaupt da? Wo ist denn da das? Da ist das. Okay. Ah, da kommen schon Autos, Schatz. Schön, haben die was gelernt? Wir haben ja gleich. Oh ja, gewartet. 39.000, na bitte, jetzt geht's aber dahin, Freunde. Was hat der gelernt? Oh, noch einmal 33.000. Hey, das ist cool. Na schaut, ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das. Wir drehen das um. Da warten jetzt auch wieder 53 Passagiere. Sehr gut. Wie viel haben wir da gelernt? Also, gelernt ist gut. Wie viel sind da drin? 38 und 56. Na schau. Das ist doch wunderbar. Das schaffen wir. Wir schaffen das. Ja, wie gesagt, das ist halt jetzt ein bisschen eine lange Durchstrecke, was wir da, da müssen wir durch, Freunde. Da müssen wir jetzt durch. Ah, der hat auch schon 15 Öl gelandet. Schön, schön. Das heißt, da gibt es auch jede Menge Geld schon. 73.000, sehr schön. Schauen wir da aus mit der Brust. Oh! 5200 ist schon wieder vergrößert. Schön. Wie schauen wir da aus? Ah, 5200, Schatz, Leute. Ich sage ja, wir schaffen das. Ja, wir können schon langsam dann anfangen, glaube ich, Schulden zum Zurückzahlen, wenn es so weitergeht. Aber wieso? Hä, wieso transportiert die Waren selber? Das gefällt mir nicht. Okay, ich glaube, wir werden dann ein Auto einsetzen müssen. Hätten wir doch so nicht verkaufen. Ja, das war gescheit. Nehmen wir gleich zwei. Ja, aber jetzt da haben wir ja, wir sehen ja, dass es eigentlich gut laufen tut dann. Und ich hoffe, dass jetzt die Waren da alle. Alle mit unserer LKW transportiert, wenn wir nicht selbstständig sie da machen. Das geht ja gar nicht. Jetzt bitte gib die Waren doch da rein, du Kasperl. Kannst du nicht tun. Tatsächlich, Schatz, es geht allein nicht. Komisch. Ja, was soll ich tun? Ist halt einfach so. Das können wir jetzt nicht ändern. Ich kann nicht mehr machen, als wir LKW ersetzen. Von 100, das steigt, das steigt, das steigt. 14 Öl haben wir jetzt schon gelandet, wunderbar. Das wird auch schon mehr. Aha. Schön, schön. Gut, dann schauen wir uns da mal unsere Linie noch an, auch mit dem Passagierzug. Den werden wir sich auch da gleich mal anzeigen lassen. 54, 56, der ist voll ausgelastet. Schön. Jetzt werden wir sie auch da umziehen. Schön, 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 schön. So gefällt den kleinen Mannikus das. So, wie schauen wir aus?
Aha, jetzt kommt alles da rein. Wunderbar. Wunderbar, das gefällt mir. So, jetzt sollte man da aber Plus machen. Schauen wir sich das an in der Statistik. Ja, Schatz, jetzt haben wir das umdraht. Ja? Das ist nur eine Straßenverbindung, was wir gemacht haben. Ja? Und schon machen wir 71.000 Plus da mit den LKWs. Ja, das schaut doch schon mal gut aus für uns. Wie schauen wir mit der Eisenbahn aus? Ah, schaut mal. Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, ist das bei den Passagierzug mehr geworden oder weniger geworden. Aber egal, aber auf alle Fälle beim Ölzug sind wir weniger. Schaut, sind wir nur mehr 110.000 minus. Und wenn Sie sich erinnern können, wir haben 210.000 minus gehabt bei den Kollegen. Ne? Und schon wieder speichern, wunderbar. Also ihr seht schon, nicht? Wir schaffen das. Und allerdings, schau mal, was ist jetzt? Jetzt haben wir 302.000. Hä, muss ich das verstehen? Ach so, wer angeliefert hat. Aha. Ja, verstehe schon. So, da haben wir jetzt 184.000 minus. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das jetzt ausschaut, wenn der Ölzug jetzt kommt und da liefert. Ah, der hat wieder 40 Passagiere mit. Wunderbar. Wunderbar. Also mir gefällt das. Das schaut gut aus. Ja, da könnte man sogar noch ein S setzen. Überlege ich gerade, ob wir da nicht noch ein LKW nehmen, weil da steigen schon viele Waren. Straßenfahrzeug, wir werden da noch einen nehmen. Pass auf. Nehmen wir zwei oder einen. Ist ja wurscht, nehmen wir zwei, weil ich glaube, das schaffen wir. Das war für die Linie da. So. Ja, das steht jetzt, die produzieren doch jetzt 58 von 100, produzieren das schon. Dass wir danach kommen, das ist ja doch eine weite Strecke darüber. Ja, der wird da leer fahren. Dann schicken wir es sich jetzt aber nochmal ins Depot. So, wie haben wir da jetzt? 111.000 minus. Okay, wir haben jetzt 1.000 mehr als wie vorher. Okay, na schauen wir mal, ob sich das noch irgendwie da verbessert. Gut, wie schauen wir da jetzt da aus mit den LKWs? Die kommen da jetzt die Waren holen. Sehr schön. Gut. 35 Passagiere. Da ist unser Ö-Zug. Wie schauen wir denn da aus jetzt mit den Ö? Das gibt es nicht, das muss irgendwann einmal mehr werden. 60 von 100 haben wir da. 60 von 100, Freunde. Sehr schön, da haben wir jetzt da schon 19, 20. Aha. Ja, immer nur schön weiter, Freunde. Roboti, immer schön arbeiten, damit wir da unseren Zug voll kriegen. 20 von 40, ne, das ist doch schön. Ja, nichts warten, das ist mir schon klar. Schauen wir mal, wird das mehr? 61 von 100, wow! Ja, das ist halt jetzt momentan, ich muss ja wirklich zugeben, das ist jetzt momentan die kritische Phase, was wir sagen. Ja? Entweder wir schaffen es, ja, oder wir gehen bankrott. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ja? Wenn wir bankrott können, können wir von vorne anfangen. Ja, das möchte ich natürlich nicht. Darum werden wir da alles dafür tun, dass wir das natürlich nicht haben. Und so wie es jetzt momentan ausschauen tut, wenn man sich da mal anschaut, die Jahresbilanz sollte eigentlich sein, das ist natürlich nicht. Wieso macht das jetzt nicht zu? Also, wir können sich das in Detail anschauen. Ja? Wir haben da einmal den Straßenfahrzeug 12, der macht 19.000 minus. Ja? Zug macht sowieso minus, das wissen wir. Straßenfahrzeug in Depot, aha, da haben wir ein Straßenfahrzeug, gut, das werden wir dann gleich verkaufen. Und dann ist 25er, okay, der macht auch noch minus, ist eh klar, das sind die, was wir nicht gekauft haben. Ja? Aber nichtsdestotrotz sind wir eigentlich in die grünen Zahlen überall. So, jetzt ist natürlich die Frage der Fragen, verkaufe ich den oder setze ich den neu ein? Den werden wir aber neu setzen. Wie viel Waren bleiben da über, wenn die da fahren? Zahlt sich das überhaupt aus? Den werden wir da einsetzen. So. Doch ein bisschen mehr verteilt einsetzen. Ja. Man, es ist ja so in den Spüren, die tönen sich eh auf die LKWs, ja. Die haben eine gewisse Taktfrequenz und die wird wirklich eingehalten. Ja. Aber wie seht ihr, es sind noch so viele Waren. Ja. Ich möchte natürlich auch da die Produktion steigern. Ja, 64 kann man da, das ist auch schon gut, ja. Damit es ratzfatz geht. Ja, und heute den nächsten Waren auch. Das geht doch wie am Schnürchen läuft das jetzt. Und mittlerweile haben wir jetzt schon 800. Ja, sehr schön. So, schauen wir mal. 57.000 haben wir jetzt da. Hey, 52.000 haben wir jetzt da nur mehr minus. Schauen wir mal, wie werden Sie das ausschauen? Jetzt haben wir
1906 im September, ja, jetzt werden wir sie anschauen dann am Ende des Jahres, sobald er speichern tut, wissen wir Ende des Jahres, ne, da legt es dann meistens, wenn das dann ist, ob wir Plus oder Minus machen im Jahr. Das wird jetzt nämlich interessant. Das ist interessant. Und ich hätte einmal gesagt, ich gebe einmal Vollgas, ja, so schnell halt geht. Und, oh, wir machen schon 103.000 mit dem Ölzug. Das ist toll. Das ist toll. Das gefällt mir. Und schauen wir mal, ob wir das dann am Ende des Jahres, jetzt haben wir schon November, ja, da unten ist die Zeit, ja, da, wenn wir da ist mein Pfeil, ja, wenn wir da schauen, nicht schneller drehen, bla bla bla, 1906, November, der 18, 19, 20, nein, das geht eigentlich ratzfatz da, wie schauen wir da aus? 67 von 100, boah, das ist super. Immer nur weiter Roboti, Leute. Leider fährt der jetzt da leer. Oder? Geht sich das aus? Geht sich das aus? Geht's? Nee, geht sich natürlich nicht aus. Schade. Ja, Pech gehabt. Ist so. Oh, schaut's einmal. Juhu, warte mal. Wir haben da neue Sachen gekriegt. Eine neue Eisenbahn und eine Straßenbahn. Das ist auch in Überlegung, Freunde. Ja, das, was wir in den machen können, ist auf Straßenbahn dann umzusteigen. Ja? Und das werden wir natürlich auch tun. Ja, also, ne? Da müssen wir sich nur mal anschauen, was geschickt ist. Straßenbahn oder eben die Busse. Da müssen wir schauen. 87.000. Okay, jetzt haben wir weniger gehabt wie vorher. Aber gut, das macht nichts. Das wird schon. So, wir haben jetzt im Februar. Ah, wir haben ja gesagt, wir schauen, ob wir jetzt Plus ausgestiegen sind voriges Jahr. Jetzt schauen wir mal. Wir haben gehabt 209.000 Plus. Na bitte. Schaut, wir schaffen das. Ja, wir müssen nur schauen, dass wir den Kredit wegkriegen. Ja? Das schaffen wir. Das ist gut. Wir schaffen das. So, da werden wir nochmal schneller dran. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also mir gefällt das momentan. Das schaut momentan sehr, sehr gut aus. Das sind schon 18, okay, da haben wir schon 20 gehabt. 70, 71, wunderbar. Aber wie schauen wir aus? Geht sich das noch aus, bevor der Zug da ist? Ne, geht sich natürlich jetzt nicht mehr aus, oder? Oh ja, Schatz, 21, 22, 23, 24. Ne, nichts, 24. 220 kriegen wir drauf, ne? Stimmt, ne, doch 24. Oh, da hat alles nur drauf gebracht. Sehr schön. Das lobe ich mir. Wunderbar. So, aber wenn wir schon da sind, dann schauen wir uns die neue Eisenbahn an. Das können wir ja gleich machen. Zug kaufen. So, was haben wir da schön? Was sind das? Eine A3-5. Okay. Baujahr 1907 bis 40 höchstgeschwindig. Wow, 100. Ja, das war nicht schlecht. Die hat aber so richtig Bauage, schaut. Nur die Betriebskosten werden uns umbringen. 609.000 in Jahr. Nein, das können wir sich nicht leisten, Freunde. Das spitzt momentan noch nicht. Nicht, aber wenn wir könnten dann solche Waggons schon hinten drauf hängen, ne? Ja, da sehen wir schon Passagiere, der kriegt schon 14 Stück da rein. Aber wie gesagt, das werden wir sich noch nicht leisten können. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ist einfach momentan noch so. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich wollte ja da noch ein Depot machen. Jetzt machen wir das einmal dazu. Da ein Depot machen, damit wir Kohle transportieren. Können wir mal schauen, ob wir sich das noch leisten können. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Das kostet uns 10.000, ja, das ist ein Klacksmax, das können wir sich leisten. Dann bitte ein Fahrzeugdepot da hier bauen, das machen wir da gleich gegenüber. Gut, dann kaufen wir da einmal, was weiß ich, der Kuckuck. Ich sage einmal 1, 2, nehmen wir mal 3 Fahrzeuge. Ja? Dann machen wir eine neue Linie. Neue Linie, so, sehr schön. Und die Linie nehmen wir einfach, und das ist jetzt wieder mal sehr einfallsreich von mir, Kohle. So, ja. Und, ja, war nicht schlecht, wenn ich Haltestellen hinzufügen würde. So, wo haben wir die Kohle? So, sehr schön. Haltestelle einmal von da. Noch daher bitte. Hä? Was ist das jetzt? So, machen wir das einmal da. Mach das zu, da brauche ich das nicht. Wir haben doch da jetzt gerade.
Ah, eh doch, ja. Nur müssen wir da natürlich, das hätte ich jetzt noch vergessen. Wir brauchen da ja natürlich auch ein Depot, hätte ich noch gesagt. Können wir das da herbauen, ja. Wir brauchen da natürlich, wie heißt denn das da jetzt da? LKW-Ladeplatz, so jetzt habe ich es. Brauchen wir natürlich auch da, ist ja eh klar. Sonst können wir ja keine Lina verbinden. So, dann machen wir das ganze Name, Kohle, ja, Haltestelle hinzufügen. Zack. Dann werden wir von da. Jetzt habe ich das doppelt, oder was? Ne, noch da. Oh, ich hab's doppelt, Schatz. Wenn wir das einmal wegnehmen. Brauchen wir ja nicht doppelt. Genau, Riedlingen, Zentrum. Und da haben wir. Was haben wir da schönes? Riedlingen, Nebengleis. Hä, Nebengleis? Ich habe da keine Gleise, ist ja LKW. Na, wurscht. Gut. Kohle. So, dann haben wir da die LKW, die werden wir gleich setzen. Linie zuweisen, Kohle. Und die Geschichte kann schon losgehen. Dann hoffentlich auch dann die da produzieren. Fleißig. Das können wir hoffen. So, gut. Oh, Passagiere, schaut euch das an, was da Passagiere stehen. 51, das ist ja genial. Das ist ja genial. 24 von 40 und der ist 39 mit. Sehr schön. Gut. So. Dann werden wir wieder eine Zugfahrt machen. So, werden wir da wieder ein Stückchen mitfahren. Denn leider, Freunde, die Zeit ist schon wieder um. Ja, 15 Minuten gingen schnell, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin schon wieder weit, weit über der Zeit. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Es ist nicht viel passiert, gebe ich ehrlich zu. Wir haben ein bisschen optimiert und ein bisschen gemacht und da und hast nichts gesehen. Ah, das gehört leider zum Spiel dazu. Ja. Es gibt halt einfach Stehphasen, wie ich so immer so schön sage, ja, wo man einfach ja ein bisschen. Ja, und da muss man halt ein bisschen drüber, ja. Das ist halt einfach, was das Geld einfach auch nicht dazu hast, ja. Aber gut, wie gesagt, Zeit ist leider Gottes um. Der Manikus sagt wie immer, ciao, ciao.